schön, dass Sie so kurzfristig für mich Zeit hatten. Ja, kein Problem. Ich hing gerade in meiner Recherche fest. Ich suche Infos über Herrn Christopher Lauer. Christopher Lauer, der Pirat in Berlin. Ja, momentan ist schwierig. Aber in ein, zwei Monaten, da kann ich Ihnen eigentlich geben, was Sie wollen. Wieso? Na, in ein, zwei Monaten wird doch das neue Gesetz zur Bestandsdatenauskunft in Kraft treten. Da reicht ein simpler Abfragegrund, da hacke ich den in meine Datenbank rein und da kann ich Ihnen geben, was Sie wollen. PIN, Kontoverbindung, Adressbuch, E-Mail-Account, eigentlich alles. Brauchen wir dafür nicht einen richterlichen Beschluss? Ach, richterlichen Beschluss. Ja, reicht eine simple Ordnungswidrigkeit, wie zum Beispiel ein Kaugummi auf die Straße spucken. Und wenn man sowas bei Christopher Lauer nicht findet, erkläre ich ihn einfach zur Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das geht auch voll gegen die Grundrechte. Grundrechte, ein Verfassungsgericht, ja, ja. Hat sich schon mal beschwert deswegen, aber ehrlich gesagt, man muss es nur oft genug probieren und dann knicken die irgendwann ein. Und die Leute heutzutage, die interessiert es doch auch nicht, ja. Und solange die ihre Glotze haben, Fußball gucken können und shoppen gehen können, ist doch für die Welt in Ordnung. Das interessiert echt keinen? Nee, ist eigentlich kein. Das sind, ja, die Piraten halt, ne. Aber die sind ja auch nur noch ferner liefen, wenn man am 17., am 14.04. und am 27.04. bundesweit Demonstrationen angemeldet. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das was bringt. Die Bestandsdatenauskunft wird kommen.